Nach längerer Ruhephase gab es heute früh in Kiew mehrere Explosionen. Dabei wurden auch 10 Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart inzwischen abgeschossen. Christoph Hipp mit einem Überblick über diesen Kriegstag. Rauch über Kiew. Mit Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart haben die russischen Truppen auch heute Morgen wieder die ukrainische Hauptstadt angegriffen. Ziel seien wohl Regierungsgebäude gewesen. Über genaue Schäden und Opfer gibt es aber noch keine Informationen. Um die Angriffe zu stoppen, wollen die USA der Ukraine wohl nun Patriot-Luftabwehrraketen zur Verfügung stellen. Das berichtet CNN. Hatte man zunächst noch mit der Lieferung gezögert, fehle jetzt nur noch das Go des Weißen Hauses, heißt es aus dem US-Verteidigungsministerium. Angesichts der grausamen und anhaltenden schweren Bombardierung unschuldiger Zivilisten durch Russland werden wir weiter die Fähigkeiten prüfen, die die Ukraine zur Verteidigung ihres Territoriums benötigt. Parallel setzt Russland seine Bodenangriffe im Osten des Landes fort. Insbesondere um Bachmut wird weiter heftig gekämpft. Diese Bilder sollen ein Gefecht ukrainischer Soldaten mit der russischen Söldnertruppe Wagner zeigen. Mit Unterstützung der Artillerie rücken Moskaus Kämpfer hier in kleinen Trupps Meter für Meter vor, erleiden dabei aber auch schwere Verluste. Kiew will die Stadt um jeden Preis halten. Die Männer und Frauen der ukrainischen Armee beweisen Tag und Nacht, dass unsere Ukraine für Kraft, Stahl und Titanen steht. Titanen, die bereit sind, für die Freiheit zu kämpfen. In Paris haben sich unterdessen die Vertreterinnen und Vertreter von rund 70 Staaten auf ein Winterhilfspaket für die Ukraine in Höhe von über 1 Milliarde Euro geeinigt. Das soll vor allem der Instandsetzung der zivilen Infrastruktur zugutekommen. Das Geld soll in 5 Schlüsselsektoren ausgegeben werden, die von Präsident Zelensky und seiner Regierung identifiziert wurden. Energie, Wasser, Lebensmittel, Gesundheit und Transport. Nahe der russisch besetzten südukrainischen Stadt Melitopol haben ukrainische Kräfte unterdessen einen Sprengstoffanschlag auf eine strategisch wichtige Brücke verübt. So die dortige prorussische Verwaltung. Laut Kiew seien zudem bei Angriffen auf einen Kommandostab und Artilleriepositionen nahe Melitopol rund 150 russische Soldaten verwundet worden. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.